Sie besiedeln alle Regionen der Erde. Existieren an Land, in der Luft und im Wasser. Für das Auge sind sie unsichtbar. Und doch sind sie mitten unter uns. Die kleinsten und ältesten Lebewesen unseres Planeten sind zugleich die mächtigsten. Bakterien, Viren und andere Kleinstlebewesen. Sie kommunizieren miteinander und bilden komplexe Strukturen. Nur mit ihrer Hilfe konnte sich das Leben an Land wagen. Heute beherrschen sie den Planeten. Und auch uns Menschen. Viele Geheimnisse dieser mikroskopisch kleinen Lebewesen liegen noch im Dunkeln. Dank bahnbrechender Forschung und innovativer Technologien beginnen Wissenschaftler nun, die Mysterien der Mikroorganismen zu enthüllen. Vor 400 Millionen Jahren gibt es noch sehr wenige Lebewesen in den urzeitlichen Landschaften unserer Erde. Nur im Wasser leben bereits höher entwickelte Wesen. In dieser Zeit geschieht etwas Einzigartiges. Der Darm dieser ersten Fischarten verändert sich drastisch. Bis dahin war das Organ von einer starken Barriere umgeben, die ihn vor Krankheiten schützte. Mikroorganismen wurden so ausgesperrt. Dann verschwindet diese Barriere. Und zum ersten Mal können sich Mikroben im Darm ansiedeln. So gelingt der folgenreiche Schritt vom Wasser an Land. Da die im Meer und an Land verfügbare Nahrung unterschiedlich ist, brauchen diese Amphibien Darmbakterien, die beide Arten von Nahrung verdauen und verwerten können. Eine Symbiose, die sich in vielen tausend Evolutionsschritten bewährt hat. Bis heute. Rund 100 Milliarden Mikroorganismen leben allein in unserem Mund. Und noch sehr viel mehr in unserem Darm. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 100 Billionen Bakterien im menschlichen Darm existieren. Viele nehmen wir über Essen zu uns. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Verdauung und bei der Unterstützung des Immunsystems. Dieses Mikrobiom besteht aus Bakterien, Pilzen und Viren. Besonders die Bakterien stehen unter Generalverdacht, krank zu machen. Aber nur etwa jede hundertste Bakterienart kann für uns Menschen gefährlich werden.